Willkommen zu dem Video, was ich über bedingte Wahrscheinlichkeiten drehen möchte. Ich möchte das Thema einfach mal erklären, weil es doch immer wieder vielen Schülerinnen und Schülern schwerfällt. Einsteigen möchte ich mit einem kleinen Beispiel, einem Klassiker aus dem Bereich, das Ziegenproblem. Es gab mal eine Fernsehshow in Amerika, bei der ein Kandidat einen Sportwagen gewinnen konnte. Dazu musste er aus einer von drei Türen auswählen. Hinter einer davon stand der Sportwagen, hinter den beiden anderen stand jeweils eine Ziege. Jetzt hat der Kandidat zum Beispiel gesagt, er entscheidet sich für Tür 1 und dann öffnete der Moderator rein zufällig eine andere Tür, hinter der eine der Ziegen stand. Und dann hatte der Kandidat nochmal die Chance. Ja, bleibt er bei seiner Wahl oder entscheidet er sich um? Eine Journalistin hat sich überlegt, dass es doch klug sei, sich immer umzuentscheiden. Sie veröffentlichte diese Überlegungen und erntete dafür eine Leserbrieflawine hämischer bis empörter Kommentare, weil diese Aussage der Intuition vieler Menschen widersprach. Interessanterweise waren unter diesen vielen Menschen auch viele Mathematiker. Wir gucken uns das mal genauer an. Also angenommen, wir stehen vor den drei Türen, müssen uns entscheiden und sagen zum Beispiel, ich wähle jetzt die Tür 1. Dann sagt der Moderator, dann will ich Ihnen mal was zeigen und eröffnet Tür 3 und dort steht eine Ziege dahinter. Was die Journalistin gesagt hat, ist, dass es jetzt doch schlau ist zu sagen, na, dann wähle ich doch Tür 2. Warum ist das so? Das möchte ich jetzt euch als erstmal bitten, das selber auszuprobieren. Dazu können wir ja das Ganze, das Spielchen so 10, 20 Mal durchspielen. Und dazu erstmal natürlich Pause im Video machen, auf einen Zettel vielleicht zeichnen die drei Türen und mit einem Würfel bestimmen, hinter welcher Tür der Gewinn steht. Da kann man ja sagen, wenn man 1 oder 2 würfelt, dann ist der Gewinn hinter Tür 1. Wenn man 3 oder 4 würfelt, ist er hinter Tür 2. Bei einer 5 oder 6 ist er hinter Tür 3. Man entscheidet sich für eine Tür, die man wählen möchte. Ich würde einfach sagen, immer Tür 1. Dann streicht man eine Tür aus, hinter der nicht der Gewinn steckt und die man nicht selbst ausgewählt hat. Und jetzt kann man bei der Hälfte der Versuche, die man macht, bei der man das einfach mal durchspielt, sagen, bei der Hälfte der Versuche wechselt man, bei der anderen Hälfte bleibt man bei seiner ersten Wahl und kann jetzt gucken, ja, mit welcher Strategie war man hinterher erfolgreicher. Gut, nachdem ihr das jetzt ein bisschen durchgespielt habt, probieren wir das Ganze mal ein bisschen mathematisch anzugehen und uns das mit Nachdenken zu analysieren. Ich gucke mir das Ganze mit der Strategie, dass ich wechsle an und sage jetzt am Anfang immer, also der Kandidat wählt immer Tür 1. Und dann könnte es doch sein, dass der Gewinn hinter Tür 1, 2 oder 3 steckt. Das weiß ich nicht. Das ist mir nicht bekannt. Allerdings, wenn der Gewinn hinter Tür 1 steckt, dann hat der Moderator die Möglichkeit, Tür 2 oder Tür 3 zu öffnen, weil dahinter stehen dann ja die Ziegen. Und wenn der Gewinn hinter Tür 2 steckt und ich habe Tür 1 gewählt, dann muss der Moderator Tür 3 öffnen. Tür 1 kann er ja nicht öffnen, da ist die habe ich gewählt. Tür 2 kann er nicht öffnen, da ist das Auto, also muss er Tür 3 wählen. Für den Fall, dass das Auto hinter Tür 3 steht, muss der Moderator Tür 2 öffnen. Und jetzt kann man sich mal die Wahrscheinlichkeiten dazu angucken. Also am Anfang, hinter welcher Tür das ist, weiß ich nicht. Nehmen wir an, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, jeweils ein Drittel steckt der Gewinn hinter Tür 1, 2 oder 3. Wenn der Gewinn hinter Tür 1 steckt, hat der Moderator, Quatsch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Moderator Tür 2 öffnet, 50% oder dass er Tür 3 öffnet auch 50%, weil es ist ja egal, welches von beiden. Wenn der Gewinn hinter Tür 2 steckt und ich Tür 1 gewählt habe, dann muss er mit 100% Wahrscheinlichkeit Tür 3 öffnen. Und bei umgekehrt, wenn der Gewinn hinter Tür 3 steckt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Moderator Tür 2 öffnet, 100%. Und jetzt können wir uns angucken, wie groß denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich mit der Strategie zu wechseln verliere. Wenn ich Tür 1 gewählt habe und der Gewinn hinter Tür 1 ist und ich wechsle, also Tür 2 oder Tür 3 wähle, dann verliere ich und dafür die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist
ja, ein Drittel mal ein Halb plus ein Drittel mal ein Halb, also die Pfadregeln einfach angewendet. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit also ein Drittel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, mit der Strategie zu wechseln, ist ein Drittel mal 100% plus ein Drittel mal 100%, also zwei Drittel, weil ich gewinne ja sowohl, wenn der Gewinn hinter Tür 2 ist, durchwechseln mit 100% Wahrscheinlichkeit, als auch wenn er hinter Tür 3 ist. Da eben ich zunächst mal Tür 1 gewählt habe, der Moderator im Fall der Gewinn ist hinter Tür 2, muss der Moderator Tür 3 wechseln und ich wechsle von meiner ursprünglichen Wahl auf Tür 2, gewinne also. Gut, was hat das jetzt mit den bedingten Wahrscheinlichkeiten zu tun? Gewinnchance beim Ziegenproblem hängt also davon ab, wie man gesehen hat, dass der Moderator etwas weiß und dass er aufgrund dieses Wissens eine Tür öffnet. Welche Tür er öffnet, ist abhängig davon, wo der Gewinn steht und natürlich auch abhängig von meiner Aussage am Anfang. Anders formuliert kann man sagen, dass die Wahl der Tür, die der Moderator öffnet, durch die Wahl des Kandidaten und den Standort des Gewinns bedingt ist. Und dieses Bedingung, welche Tür öffnet, dass es dafür eine Bedingung gibt, dass es abhängig davon ist. Deswegen spricht man von einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Daher kommt es mit bedingt. Wenn wir uns jetzt genau mit bedingten Wahrscheinlichkeiten beschäftigen, dann spielen dabei jetzt ein paar Begriffe eine Rolle, die ich jetzt genau erklären möchte im Folgenden. Zunächst mal der Begriff der stochastischen Abhängigkeit-Unabhängigkeit. Ich habe das eben kurz angedeutet, dass das ja abhängig ist von dem, was vorher passiert ist. Das hängt mit dem Begriff der stochastischen Unabhängigkeit-Abhängigkeit zusammen. Außerdem natürlich die bedingte Wahrscheinlichkeit. Ein weiterer Begriff, der auftauchen wird und den man in Büchern immer mal wieder findet, ist der Begriff der totalen Wahrscheinlichkeit. Das muss überhaupt nicht verwundern, dass das so ein, ja, das ist ein Begriff, der hört sich total toll an, aber ist eigentlich das, womit wir uns schon eine ganze Weile beschäftigen. Und eine Rolle spielt auch die Formel von Bayes. Und wenn man jetzt die weiß, was die bedingte Wahrscheinlichkeit ist und was die totale Wahrscheinlichkeit ist, dann kann man es relativ gut verstehen, was mit dieser Formel gemeint ist. Wir werden dabei zum einen mal arbeiten mit dem Baumdiagramm, was wir schon hatten. Wir werden aber auch mit einer Vierfeldertafel mal arbeiten. Häufig betrachtet man zu dem Baumdiagramm, um mit bedingten Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, auch das sogenannte inverse Baumdiagramm. Und ich werde aber stattdessen das Doppelbaumdiagramm verwenden und erklären und dabei darauf eingehen, was jetzt mit inversen Baumdiagramm gemeint ist. Ein Beispiel dafür, was jetzt abhängig-unabhängig bedeutet, ist ganz einfach erklärt. Zunächst mal kurz, später gehen wir darauf nochmal genauer ein. Wenn ich jetzt aus einer Urne Kugel ziehe und in der Urne sind zwei rote, drei blaue Kugeln drin, ich ziehe zwei Kugeln, dann kann ich mit zurücklegen oder ohne zurücklegen ziehen. Und wenn ich mit zurücklegen ziehe, ja, ist klar, die Wahrscheinlichkeit, dass ich im ersten Zug eine rote habe, ist 2/5 und die Wahrscheinlichkeit, dass ich im zweiten Zug eine rote habe, ist auch 2/5. Jetzt den Baum mal vollständig gezeichnet, gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich kann ja auch erst rot, dann blau ziehen und so weiter. Wenn ich hingegen ohne zurückziehen lege, dann sehe ich, im ersten Zug habe ich die Wahrscheinlichkeit, 2/5 eine rote Kugel zu kriegen und im zweiten Zug ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 1/4, weil es ist ja eine Kugel weniger drin, also nur noch 4. Und wenn ich im ersten Zug eine rote gezogen habe, ist nur noch eine weitere rote drin, also ist die Wahrscheinlichkeit dafür dann 1/4. Das heißt, in dem Fall, dass ich ohne Zurücklegen ziehe, hängt die Wahrscheinlichkeit für eine rote Kugel im zweiten Zug von dem ersten Zug ab. Wenn ich im ersten Zug eine rote gezogen habe, ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 1/4. Wenn ich im ersten Zug eine blaue gezogen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, im zweiten eine rote zu ziehen, 1/2 oder eben 2/4. Also eine andere Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit im zweiten Zug eine rote Kugel zu ziehen, hängt von dem ab, was im ersten Zug geschehen ist. Das heißt, es ist auch bedingt dadurch, was im ersten
geschehen ist. Und ich kann dann sagen, ja, diese ein Viertel ist die Bedingung, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine rote Kugel im zweiten Zug ziehe, unter der Bedingung, dass ich im ersten auch schon eine rote hatte. Die Wahrscheinlichkeit einhalb, von der ich eben gesprochen habe, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, eine rote Kugel zu ziehen, unter der Bedingung, dass ich im ersten Zug eine blaue Kugel hatte. Diese bedingten Wahrscheinlichkeiten schreibt man sich dann so auf. Ihr seht hier, das sind die Wahrscheinlichkeiten, die an den Pfaden stehen, die zu dem zweiten Ergebnis führen. Zum Beispiel dieses P, dann unten R und dann in Klammern R, ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass ich eine rote Kugel ziehe, unter der Voraussetzung, dass ich im ersten Zug eine rote Kugel hatte. Da spielt also das rein, was im ersten Zug war. Und deswegen schreibt man das, was im ersten Zug war, im Index an dieses P hinten dran, unten an den Fuß von dem P. Also ich habe die bedingten Wahrscheinlichkeiten, im zweiten Zug eine rote Kugel zu kriegen, unter der Voraussetzung, dass ich den ersten eine rote hatte. Die Wahrscheinlichkeit, im zweiten Zug eine blaue Kugel zu kriegen, unter der Voraussetzung, dass im ersten Zug eine rote war. Die Wahrscheinlichkeit, eine rote zu ziehen, unter der Voraussetzung, dass im ersten Zug eine blaue Kugel gezogen wurde. Und die Wahrscheinlichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen, unter der Voraussetzung, dass im ersten Zug eine blaue Kugel gezogen wurde. Um das ein bisschen kürzer zu machen, sagt man dann P von Rot unter Rot, beziehungsweise P von Blau unter Rot, P von Rot unter Blau und P von Blau unter Blau. Häufig macht man es so, dass man die verschiedenen Ereignisse, die man betrachtet, mit unterschiedlichen Buchstaben bezeichnet. Ich hatte eben von rote Kugel ziehen und blaue Kugel ziehen gesprochen. Dabei habe ich aber eigentlich betrachtet, rote Kugel im ersten Zug ziehen und rote Kugel im zweiten Zug ziehen. Und jetzt könnte man sagen, dass man dieses rote Kugel im ersten Zug ziehen als A bezeichnet und rote Kugel im zweiten Zug ziehen als B bezeichnet. Und wenn ich, dann kann ich im ersten Zug eine rote Kugel ziehen oder eben keine rote, also eine blaue ziehen. Und ich kann im zweiten Zug eine rote Kugel ziehen oder eben eine blaue ziehen. Im ersten Zug, im zweiten Zug eine rote oder eine blaue. Es ist einfach ein bisschen allgemeiner, das B kann für jedes beliebige andere Ereignis auch stehen und so weiter. Und man sagt dann halt, dass B eintritt unter der Bedingung, dass A eingetreten ist. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass B eintritt unter der Bedingung, dass A eingetreten ist. Und dementsprechend auch diese anderen bedingten Wahrscheinlichkeiten mal in Worte gefasst. In vielen Fällen lässt sich dieser Baum auch umgekehrt betrachten. Und das nennt man dann den inversen Baum dazu. Das heißt, man guckt sich jetzt in der ersten Stufe an, dass das Ereignis B eintritt oder eben nicht. Und guckt dann, ja, wie sieht es dann in der zweiten Stufe aus, dass das Ereignis A eintritt oder eben nicht. Und dann hat man hier hinten natürlich daran die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis A eintritt unter der Bedingung, dass B eingetreten ist. Also A unter B und so weiter. Das war jetzt erstmal ein bisschen theoretisch, der Begriff erklärt, und wir gucken uns das am besten dann gleich mal nochmal mit einem konkreten Beispiel an. Aber zunächst mal, wie können wir denn jetzt da mit diesen Wahrscheinlichkeiten rechnen? Also wir haben als erstes mal das Ereignis A und haben dazu die Wahrscheinlichkeiten P von A und P von nicht A. Dann haben wir als zweites das Ereignis B und dann kann P von B unter A, P von nicht B unter A, P von B unter nicht A und P von nicht B unter nicht A bestimmt werden, indem man einfach die Fahrtregeln anwendet. Also P von A geschnitten B, dass sowohl P von A, also sowohl A als auch anschließend B eintritt, kann ich berechnen, ja, wegen der Fahrtregeln, indem ich rechne P von A mal P von B unter A. Ich könnte, der zweite Pfad, den ich hier gelb gezeichnet habe, ist der, der auch zu dem Ereignis B führt. Die Wahrscheinlichkeit, dass nicht A
und anschließend b eintreten, kann ich berechnen, indem ich rechne p von nicht a mal p von b unter nicht a. Und damit kann ich insgesamt die Wahrscheinlichkeit von dafür berechnen, dass das Ereignis b eintritt. Indem ich einfach diese beiden Wahrscheinlichkeiten, dass a und b bzw. nicht a und b eintreten, addiere miteinander. Damit kriege ich insgesamt die Wahrscheinlichkeit dafür raus, dass das Ereignis b eintritt. Diese Formel oder dieses, ja, dass man das so rechnen kann, bezeichnet man auch manchmal als Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit. Ja, und wenn man jetzt p von b berechnet hat, dann kann man anschließend auch p von a unter b berechnen. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eben angesprochen habe, diesen Doppelbaum. Dieser Doppelbaum beginnt erstmal damit, dass ich ja meinen normalen Baum, wie ich ihn eben schon skizziert hatte, mir aufmale, mir dann die Wahrscheinlichkeiten berechne, dass beide Ereignisse eintreten, erst A, dann B, erst A, dann nicht B, erst nicht B und dann A, nicht B und nicht, nicht A und nicht B. Und dann kann ich mir, ja wie eben gesagt, P von B berechnen. Und wenn ich P von B weiß, dann weiß ich auch P von nicht B. Kann also von der anderen Seite auch nochmal einen Baum aufzäumen und kann dann im nächsten Schritt sagen, okay, wenn jetzt B eingetreten ist, dann kann auch A eintreten und wenn B und A eingetreten sind, bin ich wieder hier an der Stelle. Kann also damit auch berechnen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A eintritt unter der Voraussetzung, dass B eingetreten ist. B und nicht A führt mich zu dieser Wahrscheinlichkeit. Nicht B und A führt mich zu dieser Wahrscheinlichkeit. Und nicht B und nicht A, da bin ich hier unten. Man sieht jetzt hier bei diesem Doppelbaum, auf der rechten Seite habe ich hier in der Mitte die Pfade überkreuzt, eben damit ich zu den gleichen Ereignissen komme, zu denen ich auch durch den linken Baum gekommen bin. Und in diesem Doppelbaum, das will ich dann gleich an dem Beispiel mal zeigen, kann man dann sehr vieles ablesen. Da kann man sehr viel aus den Zahlen, die eigentlich zunächst mal nicht so viel hergaben, heraus interpretieren. Jetzt kann man eben, ja, wie berechnet man jetzt die Wahrscheinlichkeiten für die linke Seite des Doppelbaums, für die rechte Seite des Doppelbaums? Ich hatte ja eben gesagt, P von B können wir berechnen, indem wir diese Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit verwenden. Jetzt wissen wir aber auch, dass P von A und B gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades ist. Und das gilt auch so, wenn wir es von der anderen Seite aufzäumen. P von A und B ist natürlich auch P von B mal P von A unter B. Und das heißt aber, wenn wir dieses letzte Produkt jetzt diese letzte Gleichung jetzt umstellen, dass wir P von A unter B berechnen können, indem wir P von A geschnitten B, P von A und B, durch P von B teilen. Das heißt, P von A geschnitten B ist gleich, ja, jetzt mit dem, was wir hier oben haben, P von A mal P von B unter A plus P von A quer mal P von B unter A quer. Und so können wir dann durch die Wahrscheinlichkeiten, die wir am Anfang hatten, auch die Wahrscheinlichkeiten für die rechte Seite des Doppelbaums verrechnen. Das heißt, diese bedingten Wahrscheinlichkeiten unter umgekehrten Vorzeichen. Und diese Methode, das zu berechnen, wird manchmal auch als Satz von Bayes bezeichnet. Also wir können jetzt Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse der zweiten Stufe berechnen mit der totalen Wahrscheinlichkeit. Und mit dem Satz von Bayes können wir auch die bedingten Wahrscheinlichkeiten auf der rechten Seite berechnen. Doch jetzt endlich mal zu dem versprochenen Beispiel. Mir gefällt dieses Beispiel ausgesprochen gut, weil es auch wirklich mal zeigt, dass die Beschäftigung mit den bedingten Wahrscheinlichkeiten zwar nicht ganz trivial ist, aber doch wirklich auch Sinn ergibt. Das Beispiel habe ich aus dem Mathematikbuch genommen, von Bigalke und Köhler, Mathematik, Grundkurs Q3.
Es geht um einen medizinisch-diagnostischen Test, bei dem es herauszufinden gilt, ob eine Person an einer bestimmten Stoffwechselerkrankung leidet oder nicht. Diese Stoffwechselerkrankung ist relativ selten, also nur einer von 10.000 Personen leidet an dieser Stoffwechselerkrankung. Und es gibt einen einfachen diagnostischen Test, der bei Kranken mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% das richtige Ergebnis liefert und bei Gesunden mit einer Wahrscheinlichkeit von 98%. Aber man sieht, das Testergebnis ist nicht so ganz sicher. Es gibt immer eine gewisse Unsicherheit. Das ist aber auch ganz typisch für medizinische Tests. Die sind ja eigentlich in der Regel nicht zu so hundertprozentig zuverlässig. Da gibt es immer auch Falschtestungen. Wenn sich jetzt also eine Person diesem Test unterzieht und sie erhält ein positives Testergebnis, wie wahrscheinlich ist es dann, dass die Person tatsächlich erkrankt ist? Eigentlich hört sich diese Frage erstmal ganz doof an. Also, ja, natürlich, wenn er positives Testergebnis hat, dann ist er doch bestimmt krank, würde man sich jetzt zunächst mal denken. Was bringt denn der Test sonst? Aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal mathematisch an. Ich sage mal, das Ereignis K steht dafür, dass eine getestete Person tatsächlich erkrankt ist, und das Ereignis T steht dafür, dass der Test ein positives Ergebnis zeigt. Mit der Fragestellung, die ich eben aufgeworfen habe, die Fragestellung, dass tatsächlich jemand erkrankt ist, der ein positives Testergebnis erhält, das ist eben die Wahrscheinlichkeit P von K unter T. Und wenn ich mir jetzt den Baum dazu mal zeichne, dann sehe ich, ja, einer von 10.000 Personen ist erkrankt und dann dementsprechend sind eben 9.999 nicht erkrankt. Wenn der erkrankt ist, kriegt er zum 90% ein richtiges Testergebnis. Und das heißt, zu 10% ist sein Testergebnis negativ. Wenn jemand nicht erkrankt ist, dann kriegt er zu 2% ein positives Testergebnis trotzdem und zu 98% ein negatives, also das richtige Testergebnis. Jetzt kann ich damit berechnen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Testergebnis positiv ist. Ja, die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit liefert uns eben, dass die Wahrscheinlichkeit 0,020088 beträgt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Testergebnis positiv ist und dass die Person erkrankt ist, ist eben Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades hier multipliziert. 0,0001 mal 0,9, also 0,0009. Und damit kann ich die Wahrscheinlichkeit P von K unter T ausrechnen, indem ich eben rechne die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv und die Person erkrankt ist, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist. Insgesamt, egal ob krank oder nicht krank. Und diese Wahrscheinlichkeit liegt tatsächlich nur bei 0,45%, weniger als ein halbes Prozent. Das heißt, wenn ich ein positives Testergebnis habe, dann heißt das noch lange nicht, dass ich erkrankt bin. Nur in 0,45% der Fälle bin ich tatsächlich erkrankt, wenn ich ein positives Testergebnis erhalte. Auch das wirkt jetzt erstmal wieder komisch. Ja, was soll denn dieser Test, wenn ein positiver Test nur so wenig aussagt? Das Geheimnis steckt in dem Umgekehrten. Der negative Test, der sagt eben umso mehr aus. Und dazu gucken wir uns das jetzt nochmal mit dem Doppelbaum an und sehen, ich kann jetzt erstmal den linken Baum, ja, wie gezeigt, mir nochmal hinzeichnen. Ich kann die Wahrscheinlichkeiten für die kombinierten Ergebnisse berechnen, indem ich entlang des Pfades jeweils multipliziere. Und jetzt kann ich mir den inversen Baum dazu mal anschauen, indem ich rechne, Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ist, ist ja die Summe aus diesen beiden Ereignissen, also 0,020088, so wie wir das eben auch schon raus hatten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist und jemand tatsächlich erkrankt ist, ist ja 0,00009. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand erkrankt ist unter der Voraussetzung, dass der Test positiv ist, ist eben dann
diese Wahrscheinlichkeit geteilt durch diese Wahrscheinlichkeit, also 0,00448, also diese 0,45% ungefähr, die wir eben schon raus hatten. Interessant finde ich in dem Zusammenhang vor allen Dingen auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand einen negativen Test erhält unter der Voraussetzung, dass er nicht erkrankt ist. Und das ist in fast 100% der Fälle so. Das soll heißen, wenn ich ein negatives Testergebnis kriege, ja, dann bin ich auch zu fast 100% tatsächlich nicht erkrankt. Wenn ich ein negatives Testergebnis habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erkrankt bin, 0,001%. Also sehr, sehr, sehr gering. Ich kann also mit einem negativen Testergebnis sehr beruhigt sein und bei einem positiven muss ich mir nicht große Gedanken machen. Das bringt jetzt dann etwas, ein solcher Test, wenn man sagen kann, ja, die Krankheit ist nicht sehr häufig, nur einer von 10.000 hat die Erkrankung. Und jetzt habe ich einen einfachen Test, mit dem kann ich erstmal diejenigen herausfinden, die sicher nicht erkrankt sind. Nämlich die mit einem negativen Test. Es bleiben nur wenige übrig, also nur 2% kriegen ein positives Testergebnis. Ein bisschen mehr als 2%. Und die kann ich dann gegebenenfalls nochmals mit einem genaueren Test testen und kann somit feststellen, wer wirklich erkrankt ist oder nicht. Wenn jetzt dieser genauere Test sehr aufwendig oder teuer ist, dann bringt es eben was, dass ich zunächst mal den einfachen Test mache und die ausschließe, die ich gar nicht genauer testen möchte. Ich kann es mir nicht verkneifen, das auf die aktuelle Situation zu übertragen. Also wenn es jetzt für Corona zum Beispiel einen günstigen Test geben sollte, der ja relativ zuverlässig sagt, dass man nicht erkrankt ist, dann wäre es doch eine super Sache, wenn der einfach durchzuführende Test erstmal leicht verfügbar ist und wenn dann nur noch die genau getestet würden, die eben tatsächlich in Frage kommen. Und dieser nicht so genaue Test ist im Endeffekt unsere Corona-Warn-App, die feststellt, ob wir ja überhaupt zu der Risikogruppe dazuzählen oder nicht. Wenn jetzt die Corona-Warn-App mir anzeigt, dass ich nur ein geringes Risiko habe, dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Wenn mir die Warn-App anzeigt, es besteht ein Risiko, dann kann ich mich testen lassen. Muss jetzt noch keine Angst haben, dass ich tatsächlich erkrankt bin, aber es kann halt tatsächlich sein. Deswegen soll ich dann vorsichtig sein zunächst mal, aber auch zum Test gehen, um dann wirklich genau Bescheid zu wissen. Okay, bisschen abgeschweift, aber musste einfach mal sein. Ein nächstes Thema in dem Bereich der bedingten Wahrscheinlichkeiten ist die Vier-Felder-Tafel. Vielleicht ist dem einen oder anderen dieser Doppelbaum, den ich eben aufgezeichnet habe, ein wenig unhandlich vorgekommen oder hat sich gedacht, oh, da muss ich ja verdammt viel berechnen. Eine andere Möglichkeit ist, mit der Vier-Felder-Tafel zu arbeiten. Tatsächlich sagen viele, wenn sie die Vier-Felder-Tafel kennen, oh, damit arbeite ich viel lieber. Es ist auch häufig praktisch, damit zu arbeiten. Manchmal ist aber die andere Möglichkeit die bessere. Wichtig ist für mich, dass ihr beide Sachen kennenlernt, damit ihr dann entscheiden könnt für euch selber in der jeweiligen Situation, womit ihr gerne arbeiten möchtet. Die Vier-Felder-Tafel kann man zunächst mal für absolute Häufigkeiten aufstellen. Ich betrachte hier wieder für den allgemeinen Fall die Ereignisse A und B und kann dann eben dementsprechend auch sagen, dass nicht A oder nicht B eintreten kann. Und schreibe dann in meine Tafel rein die Anzahlen für A und B, für nicht A und B, für A und nicht B, für nicht A und nicht B und kann dann aufsummieren, wie viele insgesamt kamen für A heraus, wie viel kam insgesamt für nicht A heraus, wie viel für B und für nicht B und wie viel habe ich insgesamt erfasst. Daraus lassen sich dann die relativen Häufigkeiten berechnen, indem man einfach ja, die absoluten Häufigkeiten durch die Gesamtzahl teilt und dann kriegt man die relativen Häufigkeiten für A und B, ja und so weiter. Und diese relativen Häufigkeiten entsprechen ja dann, wie wir das erläutert hatten, die nehmen wir einfach an für die Wahrscheinlichkeiten. Also kann ich mir auch für die Wahrscheinlichkeiten diese Vier-Felder-Tafel aufstellen. Und das ist mir jetzt wichtig. Ich habe dann im Inneren der Tafel habe ich die
Wahrscheinlichkeiten dafür, dass A und B eintreten, dass nicht A und B eintreten, dass nicht A und nicht B eintreten und dass A und nicht B eintreten. Dann die Wahrscheinlichkeit dafür an den Rändern, dass die Wahrscheinlichkeit für B, die Wahrscheinlichkeit für nicht B, am unteren Rand die Wahrscheinlichkeit für A und die Wahrscheinlichkeit für nicht A. Die kriege ich heraus, indem ich eben die inneren Zellen zusammenzähle, addiere. Das plus das gleich das, das plus das gleich das, das plus das ist gleich das, das plus das gleich das. Ja, und dann muss natürlich das plus das muss 100% ergeben und das plus das muss auch 100% ergeben. Das ist so eine Art, ja, so ein bisschen eine kleine Kontrollsumme, die ich da bilden kann. Am Beispiel des medizinisch-diagnostischen Tests von eben. Ich habe mir wieder den Baum vom Anfang aufgezeichnet, kann dann eben eintragen, P von K ist 0,0001, diese Wahrscheinlichkeit. P von K quer ist diese Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich P von K und T, die kriege ich raus, indem ich das mal das nehme. P von K und nicht T, das mal das. P von nicht K und T, das mal das und P von nicht K und nicht T ist das mal das. Und damit kriege ich dann auch raus die Wahrscheinlichkeit für T, indem ich rechne, das plus das ist gleich das. Und für nicht T nehme ich rechne, das plus das ist gleich das. Und damit kann ich mir dann die bedingten Wahrscheinlichkeiten für den inversen Baum bestimmen. Indem ich zum Beispiel rechne, P von K unter T ist gleich P von K und T geteilt durch P von T. Also P von K und T, von beiden, das steht im Zähler, das ist das, was ich hier innen rausnehme, geteilt durch P von T. Das, was am Rand dazu steht. Und das liefert mir eben meine 0,45% von eben. Und den anderen Fall, den ich erläutert hatte, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand nicht erkrankt ist, unter der Voraussetzung, er hat ein negatives Testergebnis, diesen 99,999% kriege ich eben auch, indem ich wieder das Innere durch das entsprechende Äußere teile. Also wirklich den einfachen Baum aufzustellen, das sollte normalerweise keine Probleme bereiten. Mit dem einfachen Baum die Vierfeldertafel zu berechnen, zu bestimmen, ist eigentlich recht einfach. Und dann kann man damit auch die entsprechenden bedingten Wahrscheinlichkeiten berechnen. Gut, ich schaue nochmal zurück. Ich hatte vorhin gesagt, einige Begriffe wollte ich behandeln. Da waren die bedingten Wahrscheinlichkeiten, die totale Wahrscheinlichkeit. Die Formel von Bayes zur Berechnung von den bedingten Wahrscheinlichkeiten haben wir verwendet. Und ihr solltet jetzt auch wissen, was die Vierfeldertafel, das inverse Baumdiagramm oder das Doppelbaumdiagramm ist. Ein Begriff, den ich noch nicht so genau erläutert habe, ist die stochastische Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Darauf muss ich jetzt nochmal eingehen. Ich habe nur mal angedeutet, was ist denn abhängig, was nicht. Wenn man es genauer definiert, dann kann man sagen, dass ja, sich es doch sein kann, wenn ich zwei Ereignisse betrachte, dass das eine Ereignis Einfluss auf das andere Ereignis hat. Und dass dadurch sich die Wahrscheinlichkeitswerte unterscheiden, je nachdem, wie in dem ersten Fall die Wahrscheinlichkeiten ausgefallen sind. Wenn sich dadurch etwas ändert, dann spreche ich davon, dass die Ereignisse stochastisch abhängig sind. Wenn sich nichts ändert, sind sie stochastisch unabhängig. Das heißt, wenn zum Beispiel P von A unter B das gleiche ist wie P von A, beziehungsweise wenn P von B unter A das gleiche ist wie P von B, dann sind die Ereignisse A und B stochastisch unabhängig. Ich hatte erstmal das eben erläutert mit diesen Bäumen für das Ziehen von Kugeln aus Urnen. Und man sieht, beim Ziehen mit Zurücklegen ändert sich die Wahrscheinlichkeit nicht. Dafür im zweiten Zug eine rote Kugel zu ziehen, egal ob im ersten eine rote oder eine blaue gezogen wurde. Wenn ich ohne Zurücklegen ziehe, dann sind die Wahrscheinlichkeiten
dafür im zweiten Zug eine rote Kugel zu ziehen, unterschiedlich, je nachdem, was ich im ersten Zug gezogen habe. Das heißt, es hängt von dem da vorne ab. Dieses Beispiel ist relativ trivial, da sieht man es direkt aus dem Baum, dass es stochastisch abhängig ist, beziehungsweise hier, dass es unabhängig ist. Ein nicht ganz so triviales Beispiel gucken wir uns mal an. Wir sind jetzt wieder bei einem, ja, das ist jetzt nicht ganz medizinisch, aber zumindest biologisch, das Beispiel. Der englische Naturforscher Sir Francis Galton, der untersuchte den Zusammenhang zwischen der Augenfarbe von Vätern und Söhnen. Er hat dazu 1000 Väter und je einen ihrer Söhne betrachtet und hat die, wir haben jetzt die Ergebnisse seiner Auszählung mal rechts in dieser Tabelle dargestellt. Dabei ist das Ereignis V, ist das Ereignis, dass der Vater helle Augen hat, und das Ereignis S, das Ereignis, dass der Sohn helle Augen hat. Jetzt soll mal geschaut werden, ob V und S denn abhängig oder unabhängig sind. Auch dieses Beispiel stammt wieder aus dem eben genannten Mathematikbuch. Ich ergänze diese Tafel mal zu der Vierfelder-Tafel, indem ich auch aufsummiere. Ich habe insgesamt 622 helläugige Väter und 378 dunkeläugige Väter, 619 helläugige Söhne und 381 dunkeläugige Söhne. Auf den ersten Blick, finde ich, sieht das erstmal so aus, als ob das die Zahlen bei den Söhnen und den Vätern ziemlich gleich sind. Das wirkt also erstmal ein bisschen unabhängig. Macht jetzt keinen großen Unterschied zwischen bei Vätern und Söhnen. Den Zusammenhang kann ich aus der Tabelle jetzt nicht so direkt erkennen. Deswegen, ja, ich habe jetzt erstmal das Ganze nochmal mit den relativen Häufigkeiten mir aufgeschrieben. Gut, da die absolute Häufigkeit, das Gesamtteil bei 1000 war, musste ich nur durch 1000 teilen und die Zahlen sind eigentlich fast die gleichen, nur dass eben das Komma um 3 Stellen verschoben ist. Und jetzt kann ich damit aber sehen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Sohn helläugig ist, bei 61,9% liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sohn helläugig ist, unter der Voraussetzung, dass der Vater helläugig ist, ist aber dann doch 0,471 geteilt durch 0,619, und das ist ungefähr 0,7609, also ungefähr 76,1%. Ja, und diese beiden Wahrscheinlichkeiten, die unterscheiden sich. Das heißt, P von S ist eben nicht gleich P von S unter V, und das heißt, die Ereignisse sind stochastisch abhängig. Die Augenfarbe des Sohnes oder die Helligkeit der Augen des Sohnes ist also stochastisch abhängig von der Helligkeit der Augen des Vaters. Das also mal als ein Beispiel, wo man rechnerisch nachgewiesen hat, dass sie stochastisch abhängig sind. Wenn hier ziemlich genau die gleichen Zahlen rauskommen, dann kann man vermuten, dass sie stochastisch unabhängig sind. So. Also das waren die Sachen, mit denen ich mich jetzt befasst hatte hier in dem Video. Ich hoffe, das ist euch allen ein bisschen klarer geworden. Wenn nicht, schaut es euch doch noch ein paar Mal an oder schreibt mir meinetwegen auch einen Kommentar dazu, dann kann ich ja darauf antworten. Als Quellen habe ich jetzt verwendet das Mathematikbuch, von dem ich gesprochen hatte. Aus dem Buch, was ich empfehlen kann, weil ich das ganz nett geschrieben finde, über das Ziegenproblem von Gero von Randorf. Und die Bilder, die habe ich eben verwendet von Wikipedia. Allerdings sonst habe ich da jetzt nicht groß was hergenommen. Okay, bis mal wieder.